Moin, Sam und Marius von Geeks Live Flötzebusch. Wir stehen hier am Festival BD Kontan. Mam? Jean-Claude Müller, Generalsekretär vom Festival. Seit wann existiert ein Festival BD Kontan? Also, das Festival von der Bande Dessinée besteht seit 1994 von Daniel Grün, derzeit Member vom Gemeinderat, die die hat, für ein spezielles zu Kontan zu machen. Und du hast einfach drauf gekommen, komm, wir machen ein Festival von der Bande Dessinée, weil das geht dann dem Umfang hier am Land schon gut, dann noch an der größeren Region überhaupt nicht. Gesagt, in Kooperation vom ganzen Dorf, wie ist das dann kommt, weil das von Anfang an du und das hat sich nur und nur entwickelt? Also ich meine, Daniel Grün und alle den Kollegen aus der Kulturkommission waren sich schon bewusst, dass wenn in den Dorf sperren, den ganzen Weekend, noch vier drin an Dörno, geht das nicht mehr, wenn ihr noch dann Bewohner auf seiner Seite seid. Das heißt, das muss ihn sie implizieren. Und ich meine, dass das, bis auf die Ausnahme natürlich, aber relativ gut gelegt ist. Ich würde auch all Jahres viel Zeichner hier erstellen. Wie hast du die Entwicklung, Robgang, die Evolution vom ganzen Festival? Ich meine, am Anfang hatten wir 5-6 Autoren in den ersten Jahren, aber wir sind entretemps auf 50 Autoren gekommen. Wir hatten halt schon mal Jahre, aber 60, aber dann ist es einfach zu eng an der Halle. Und dafür haben wir uns darauf basiert, für die 50 Autoren immer zu haben, für das wir auch ein flottes Festival für Gietfried können bieten, dass es auch wirklich für Gietfried schön ist. Von den Künstlern, die ihr hier seht, da viele Nationalkünstler oder auch internationale Künstler? Also wir haben 50 Künstler, wie gesagt, und da sind da dann ein Teil Letzebäuer Koryphäen, und die gehen dann schon recht nicht zu vergessen, die Lucien Zuga und den Roger Leiner, Marc Angeloch nach. Wir haben aber auch ganz viele belgische und französische Autoren, und nach internationaler Basis einen amerikanischen Autor, einen spanischen Autor und dann noch ein paar Deutsche. So, das ist ja nur noch gesehen, dass auch Künstler von Marvel hier waren. Also es ist schwer, so Großkünstlerin zu kriegen. Das ist bestimmt nicht evident, aber das tut nicht etwas mit der Renommee vom Festival zu tun, weil es sind aber auch viele Künstler, die froh sind, für Kinder bei uns zu kommen, ob die eine Art und Weise. Ob die andere Art und Weise haben wir einfach das Problem, was doch auf eine Art und Weise also für die Last, das ist einfach, wir sind am Juli. Für die das einfach, die Leute kommen gern, ob es Volksfest, was das ja auch ein bisschen ist. Aber ganz viele Autoren sind noch in dem Moment am Konge, die sagen, ich habe im Juli will ich Zeit für mich schon. Und die gehen dann nicht auf ein Festival. Das ist ein bisschen ein so Zweckmilchen. Aber wir haben auch immer die Chance, dass wir auch immer ganz schöne Täterfischen haben, die ganz flott sind, die ganz interessant sind, wo ganz viele Leute noch können kommen. 2016, die traurige Nachricht, dass ich von den Komitees ein Membre verloren. Kann da ein bisschen mehr genau drüber gehen? Ich meine, um in Details zu gehen, haben wir am April als langjähriger Sekretär vom Festival verloren. Ich meine, das ist immer schwer, wenn in irgendeinem Kopf von der Organisation stündlich wegfällt. Aber schon lange am Sänger Idi sind wir weitergeführt, am Monat natürlich das Festival auf stramm Face gestellt am Nasjodo. Haut lebt, ich meine, man muss das auch ein bisschen reorganisiert, für das nicht ein, zwei, drei Personen alles auf ihre Schildern haben, mehr für das man die ganze Arbeit an das drängt, hört, die wird ganz Jahr durch, weil ich meine, nur ein Festival, als Führungsfestival, geht direkt die Menge Dünsch, die geht schon um. Mit neuen Ideen, wie fahren wir weiter, was machen wir nächstes Jahr, wie, wo, was. Durch das kann nicht eine Länge oder pure Leute Länge machen, das muss schon auf mehr Schilder gedrungen, dafür muss man dann reorganisiert. Mit einem Präsident, Generalsekretär, Sekretär Joanne und dann noch 8 Arbeitsgruppen, wo man ganz einfach daran die verschiedenen Arbeiten abgeteilt haben. Wie viele Besucher erwartet so pro Jahr? Das hängt ganz davon ab. Das ein bisschen hängt davon ab, wie ein Autoren heißt. Das hängt ganz, ganz viel vom Wiedro, weil alles planär ist. Und auch natürlich ein bisschen wie es mit der Publicität. Das gesagt, lohnt sich Samstag, Mittag, gesagt, ganz gut, es hat schon extrem viele Visiteuren. Und ich denke, dass wir nicht weit weg von insgesamt 10.000 Leitwerten sind. Und der persönliche Highlight auf diesem Festival? Der Festival aus sich ist für mich ein Highlight. Ganz einfach, weil ich finde, hier um sich selber, sind kommt der Jung und ich. Und da sind der Feier noch schon mal matt geschafft und ich fand einfach die ganze Atmosphäre, die 2D, du hast das einfach flott. Das wird populär, das Festival, kommen viele Leute, das ist einfach enorm flott. Okay, so ein schönes Merci. Ich so, merci.
den Schäger in der Seite geht und die Kiste weg, fuck ja, Armenia, Lutere, Sultane, Sultane, Italien, fuck, ist noch ein Wurzel, wo der Haut, zu der Wurzel geht, es ist nur eine Kasse, und Nase, der Trolle, am Menschen, wo geht's